Hey, herzlich willkommen zu Love and Sex. Heute sprechen wir über das Thema Orgasmus und das werden wir nicht nur heute tun, sondern auch in den nächsten Wochen wird es einige Videos darüber geben. Aber heute sprechen wir erstmal so über die Fakten von einem Orgasmus. Ein Orgasmus ist der Höhepunkt des Lustempfindens, bei dem sich dann die komplette sexuelle Anspannung entlädt. Und Männer und Frauen können davon beliebig viele haben, das ist jetzt nicht irgendwie begrenzt. Oh Mann, stell dich mal vor, wir müssten uns das einteilen, wenn wir nur 10 Mal hätten und ich meine, das wär doch scheiße, oder? Ja, das wäre schon scheiße. Kurz vor dem Orgasmus steigert sich die Durchblutung in den Geschlechtsorganen bis zum Maximum. Und dann, während dem Höhepunkt, kommt es zu unwillkürlichen rhythmischen Muskelkontraktionen, in denen sich dann die sexuelle Anspannung entlädt. Dabei schlägt unser Herz bis zu 180 Mal die Minute. Danach folgt die Entspannung des gesamten Körpers. Beim Mann kommt es während dem Orgasmus meist zu einer Ejakulation, aber auch Frauen können eine weibliche Ejakulation erleben. Das wird auch als Squirting bezeichnet. Laut Studien variiert aber die Zahl zwischen 33% und 54% der Frauen, die überhaupt das Squirting erreichen können. Ja, so die Theorie, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer über den Orgasmus reden. Interessant ist natürlich, wenn man jemanden fragt oder verschiedene Leute fragt, wie sie den Orgasmus erleben, kriegt man nicht immer die gleiche Antwort, ne? Weil jeder erlebt den Höhepunkt ein wenig anders. Da gibt es auch verschiedene, also manche erleben es als eine Lustwelle. Ja, es ist dann quasi, wie kann man das symbolisieren? So eine Lustwelle, ja. Ja. Und manche, für manche ist es auch mehr so eine Art lustvolles Zittern. Ich muss auch immer lustvoll vorher dranhängen, dann weiß man auch, dass der Orgasmus gemeint ist. Also nach dem lustvollen Zittern gibt es natürlich auch noch die Variante mit es in alle Gliedmaßen ausstrahlen. Ja? Dass der Orgasmus wirklich den ganzen Körper bedient, müsst ihr mal drauf achten. Ja? Also bis zu den Zehenspitzen, das gibt's auch. Für viele ist aber auch der Orgasmus eine Art Rausch. Also das ist ja so ein Zustand. Ja? Das ist so überwältigend, dass man danach erstmal denkt, wow, mir geht's gut. Das ist ja so Glück. Ja? Als wenn man, bei Frauen ist es wahrscheinlich, wenn sie Schokolade essen. Die Intensität des Orgasmus kann sich auch von Mal zu Mal ändern und hängt stark mit der mentalen und körperlichen Verfassung zusammen. Fakt 1. Das Schmerzempfinden und die Aktivität des Großhirns wird während der Luststeigerung bis hin zum Orgasmus herabgesetzt. Das heißt, wir empfinden Reize als stimulierend, die wir normalerweise eher als unangenehm bezeichnen. Das könnte zumindest SM und andere schmerzhafte Sexpraktiken erklären. Schlag mich! Schlag mich! Schlag mich! Yeah! Au! Was denn? Du stehst noch drauf. Nein. Fakt 2. Mädels, vergesst die Schönheits-OPs und überteuerte Cremes, denn Forscher David Weeks fand heraus, dass Menschen, die täglich befriedigten Sex hatten, 10-mal jünger aussahen als Leute, die nur 2-mal in der Woche einen Orgasmus hatten. Das heißt, wenn das stimmt, wow, mehr Orgasmen! Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 48. Und du? 53. Hey. Aha. Fakt 3. 2x Sex plus Orgasmus entspricht einer Studie nach dem Kalorienverbrauch von einem ganzen Big Mac oder einer kompletten Tafel Schokolade. Das aber auch nur, wenn der Sex so ca. 25 Minuten braucht. Dieser Energieverbrauch liegt daran, dass bei dem Orgasmus weit über 500 Muskeln aktiviert werden. Mmh. Richtig lecker. Dafür kannst du 2x Sex haben. Echt? Ja. Geil. Fakt 4. Angeblich stimuliert ein Orgasmus die gleichen Hirnareale wie Heroin. Das heißt, es ist eine Droge, die uns nicht kaputt macht und nachdem er trotzdem gerne süchtig werden könnte. Hey, hey, hey. Ich bin Lars und ich bin süchtig nach Orgasmen. Hallo, Lars. Hat jemand zufällig einen Orgasmus da? Ich könnte jetzt echt einen vertragen. Fakt 5. Laut Durex kommen 80% der deutschen Männer, aber nur 33% der deutschen Frauen beim Sex immer zum Orgasmus. Aber trotzdem können sich die deutschen Frauen noch glücklich schätzen, denn in Hongkong schaffen es nur so 8% der Frauen. Fakt 6. Ein Orgasmus ist zu zweit 4-mal schöner als alleine. Das behaupten zumindest britische Forscher. Sie fanden heraus, dass die Konzentration des Hormons Prolaktin, das während dem Höhepunkt ausgeschüttet wird, beim Sex 400% höher ist als bei der Selbstbefriedigung. Also ein Dreier hätte dann
Das wäre auf jeden Fall mehr. So, wenn ihr jetzt noch genaueres über das Thema Orgasmus wissen wollt, wir gehen in den nächsten Videos noch genauer auf den weiblichen und den männlichen Orgasmus ein. Und natürlich könnt ihr uns weiterhin Fragen stellen zu Dingen, die euch interessiert und die wir ansprechen sollen. Das war's dann auch. Bis zur nächsten Woche und bis bald. Eure Mia. Ja, da sind halt Geschmäcker verschieden. Deswegen kriegt man nicht auf allen. Also, ich fang nochmal an. Ich habe mich zu sehr mit der Steak-Theorie verzettelt. Dann geht's dann. Scheiße. Was eine Kacke. Ich bin eine Scheiße hier, Alter. Also, könnt ihr ja mal drauf achten in Zukunft. Schreibt es in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsorgasmus?